Herzlich willkommen zu Saisonrennen Nummer 4 in der GT3 Saison 2023. Wir sind immer noch am Imagine Raceway am Sonntag für das zweite Rennen an diesem Wochenende. Gestern bereits Hochspannung und heute gleich wieder. 26 Autos in 8 Runden treten hier an im Event Nummer 4 von 12. Wir nähern uns also schon langsam der Halbzeit. Und wir sollten ganz genau mal auf die Fahrer schauen, die in der Gesamtwertung zurzeit ganz vorne mit dabei sind. Denn um die könnte es auch heute wieder gehen. Auf der 1. Gesamtwertung mit 57 Punkten Pierre Guidi im Ferrari auf Corse. Der kann heute wieder fett punkten. Ebenso Garcia in der Corvette mit der 63. Einen Punkt nur hinter Pierre Guidi. Also da geht es ganz knapp vorne zu. Und Dritter ist Farnbacher, auch 56 Punkte, also das sind alle gleich auf fast in den ersten drei Plätzen. Und hier nochmal die Top 7, Eng auf 4, Götz auf 5, Bortolotti auf 6 und Gounon auf 7, das also zurzeit die besten 7. Jetzt gehen wir rein mal in die Aufwärmrunde und dann schauen wir uns gleich mal die Startaufstellung für das vierte Saisonrennen an. In Reihe 1 haben wir mit dem Porsche von Chaminet und mit Milner eine Porsche Corvette Reihe 1. In Reihe 2 dann Imperatori und Götz. In Reihe 3 dann den angesprochenen Garcia und neben ihm steht Augustus Farfus im bestplatzierten BMW. In Reihe Nummer 4 dann Farnbacher eben auf 3 in der Gesamtwertung und neben ihm gleich der Gesamtwertungsführende mit Pierre Guidi in Reihe 4. Also bereits, also die Top-Leute können wieder richtig punkten. Reihe 5 dann Simpson im zweiten Kur und Pereira im Lamborghini. Reihe 6 für Van der Linde und für Stolz. Luca Stolz im Mercedes und Van der Linde im Audi. Reihe 7 dann für den besten Bentley mit John Lee Pepper. Neben ihm steht Philipp Eng im Rowe BMW. In der nächsten Startreihe gleich der nächste der Bentleys mit Soule und neben ihm steht Bortolotti im Lamborghini. Danach eine Mercedes-Reihe mit Grenier im Violetten und im Weißen haben wir Valilco. Dann der McLaren von Clean und neben ihm steht Estre im Porsche. Dann haben wir noch Jens Klingmann im BMW und Marco Wiecki im Porsche. Dann Jules Gounon im Bentley, neben ihm steht Niki Ketzberg in der dritten Corvette. Und hinten haben wir noch Pierre Kaffer im 5er Audi und Wilander im 2. Ferrari in diesem Feld. Jetzt geht's aber rein. 8 Runden Action. Let's go Racing am Imagine Raceway. Und Chaminet, also gleich mal mit einem guten Start, übernimmt gleich mal locker die Führung und hinten gibt's schon den Unfall. Crash bereits nach 2 Kurven und nix geht mehr. Boah, ging da schnell. Und jetzt schauen wir nochmal, was passiert ist. Ich glaube, ja, das ist einfach eine Ankettung an blöden Zufällen. Wir sehen hier nur, dass die Acura sich auf dem Haufen fahren und Simpson da auffahrenbar herauffährt. Und somit natürlich beide Acuras gleich draußen. Garcia in der Corvette draußen und auch Farfus ist draußen im BMW. Hier nochmal. Da ist es auch Götz im Mercedes. Das sehen wir und ich glaube, hinten, ja, auch der Pepper Bentley, den erwischt es auch noch. Pierre Guidi hat es erwischt, auch den Gesamtwertungsführenden hat es erwischt. Auch er muss in die Box und auch die werden alle von hinten starten. Also gleich mal in Runde 1 da, große Probleme, 4 Ausfälle und 3, die ans Ende des Felds müssen. Und wir machen weiter mit Runde 3, let's go racing again.
Und diesmal der bessere Start für den Nissan-Piloten mit Imperatori, der jetzt die Führung übernimmt. Imperatori jetzt vor Chaminade, Milner nur noch auf der 3 und Pereira im Lamborghini auf der 4. Aber vorne mal der Nissan-Pilot. Imperatori auf 1, dahinter sehen wir Garcia, nicht Garcia, Milner. Milner, der Chaminade angreift. Und Milner geht mal ganz locker an Chaminade vorbei. Starkes Überholen über vom Corvette-Piloten, kann Chaminade zurücksetzen. Milner deckt innen ab, deckt mal gut ab gegen Chaminade, der kommt da noch nicht vorbei. Jetzt vielleicht, aber jetzt geht Chaminade innen vorbei an Milner. Chaminade holt sich also den Platz zurück gegen Milner, macht das gut. Hinten sehen wir Van der Linde, bereits auf die 5 war gefahren, von hinten gekommen. Und jetzt greift Milner wieder Chaminade an. Milner wieder vorbei am Porsche-Piloten, schönes Überholmanöver hier innen vorbei. In der Microsoft-Kurve. Und jetzt geht auch Chaminade wieder an Milner vorbei. Was ein Battle zwischen den beiden. Chaminade wieder vorbei an Milner. Und Imperatore kann vorne locker flockig weiterfahren. Jetzt geht Van der Linde hinten vorbei an Pereira. Der Audi-Pilot also jetzt auf Platz 4. Und vorne, was passiert sonst auch? Denn Milner geht wieder an Chaminade vorbei. Währenddessen hinten, oh, Pepper schaltet aus. Pepper ausgeschieden, hatte aber schon Probleme durch den Unfall in Runde 1. Jetzt Chaminade wieder, Angriff, wieder vorbei an Milner. Chaminade also wieder auf der 2, Milner auf der 3. Das geht da hin und her. Und lang ist nicht mehr zu fahren. Also schon langsam muss da ein Ergebnis kommen. Jetzt deckt Chaminade gut ab. Milner kommt da mal nicht vorbei. Stark gemacht und jetzt drehen sich beide raus. Und jetzt drehen sich beide raus und somit war es das für beide auch. Das wird nichts mehr mit Punkte. Oder zumindest nicht mit vielen Punkten. So, wer kann das jetzt nutzen? Van der Linde schließt auf Imperatore, Bortolotti im Lamborghini auf der 3, Kleen im McLaren auf der 4. Was geht jetzt noch für Van der Linde hier? Rein in diese letzte entscheidende Runde. Kann Van der Linde nochmal einen Angriff starten gegen Imperatore oder kann Bortolotti vielleicht profitieren, wenn die zwei sich vorne streiten? Hinten geht Makowiecki vorbei an Pereira. Wo kommt denn der her? Aus der letzten Reihe und vorne. Van der Linde vorbei an Imperatore. Van der Linde übernimmt die Führung. Imperatore nur auf 2. Pereira ganz weit hinten. Bortolotti auf 3. Und Van der Linde holt in der letzten Runde den Sieg. Audi gewinnt vor Imperatore. Bortolotti auf 3. Kleen auf 4. Makowiecki auf 5. Pereira auf 6. Eng auf 7. Stolz 8. Zule 9. Und Estre auf der 10. Wow. Was ein Rennen hier. Van der Linde gewinnt am Ende und wird sich ganz, ganz wichtige Punkte holen im Kampf um den Titel. Da wird er jetzt sehr weit nach vorne kommen. Was ein starkes Rennen von ihm. Die Top 7 in der Gesamtwertung. Bortolotti führt jetzt. Vor Eng auf der 2, Van der Linde auf 3, Estre 4, Bjerguidi auf 5, Valilco 6, Gounod auf 7. 7 Marken in den ersten 7 Plätzen. Beziehungsweise, wenn wir es genau sehen, wir werden es dann gleich sehen, 9 Marken in den ersten 9 Plätzen. Nur Acura und Nissan können da nicht ganz mithalten. Also da haben wir es, Garcia auf 8, Kleen 9, Götz 10, Pfandbacher 11, Kaffer 12, Ketzberg 13, Stolz 14. Also das ist unglaublich, von diesen 11 Marken 9, also in den Top 9. Das verspricht natürlich große, große Spannung. Dann von Platz 15 bis 21, 15 Grenet, 16 Imperatore, 17 Milner, 18 Farfus, 19 Chaminade, 20 Simpson und 21 Pereira. Hier nochmal das entscheidende Überholmanöver. Und dann schauen wir uns gleich auch die letzte Seite an. Hier haben wir dann noch Klingmann auf 22, Makowiecki auf 23, Wilander auf 24, Soule auf 25, Pepper auf 26. Also zwei der drei Bentley-Piloten müssen auf jeden Fall noch aufholen. Das war's aber von Rennen Nummer 4 und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der NASCAR Cup Series.